höre was. Hör mal. Ich höre nichts. Weit weg. In der fernen Stadt. Eine Straßenkreuzung. Rote Lichter. Leute stehen. Grüne Lichter. Leute gehen. Autos fahren. Jum. Omnibusse. Vroom. Radfahrer. Und um die Kurve. Ratatat. Ratatat. Eine Straßenbahn. Ratatat. Ratatat. Da. Plötzlich. Ein Hasenkind springt auf die Schienen. Die Hasenmutter will es packen, greift es bei den Löffeln, aber ratatat, ratatat. Ein schrecklicher Unfall. Die Hasenmutter ist schon auf dem Weg hierher. Was für ein Tag! Was für ein Tag! Linksverkehr und Rechtsverkehr im Kreis umher und noch mal mehr. Das wird ja immer toller mit Autos, Ampeln, Motorrollern. Schum, schum, schum. Herr Doktor, schauen Sie sich an, mein Kind kam vor die Straßenbahn. Schum, schum, schum. Die kam vor übers Füßchen, mein armes kleines Haselnüsschen. Schum, schum, schum. Drei Beine nur, wie soll das gehen? Er kann ja nicht mal recht. Immer um der Kleine, zu dumm diese drei Beine. Ach, Herr Doktor, tun Sie was, ein Leben auf drei Pfoten. Das ist kein Spaß für keinen Hass, das ist kein Spaß für einen Hass. Oder ein. Ach, Herr Doktor, tun Sie was und stehen Sie nicht hier um. Tschum, 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 ich brauche was zur Beruhigung. Hier, Verehrteste, nehmen Sie eine von den Roten. Lutschen, nicht kauen. Der Kleine steht unter Schock. Das ist nicht verwunderlich. Bringen wir ihn zuerst in die stabile Hasenlage. Auf drei. Eins, zwei, drei. Der Kleine hat viel Blut verloren. Wir dürfen keine Zeit vergeuden. Pfote! Der Hase. Nadel und Zwirn. Schere. Sie machen das sehr gut. Tupfer. Pflaster. So. Mehr können wir für ihn nicht mehr tun. Da. Er bewegt die Löffel. Schwach, aber ich glaube, er ist über den Berg. Mama? Er öffnet die Augen. Na, kleiner Hase, wie geht es dir? Schon besser. Nicht so wild!